Im letzten Einführungsvideo schauen wir uns jetzt noch an, wie ihr zu den Unterlagen kommt, beziehungsweise wo die Lernplattform zu finden ist, auf der ihr die Unterlagen downloaden könnt, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise mit den Lehrveranstaltungsleitern interagieren könnt. Wir werden das für die Vorlesung und für die Übung verwenden. Dementsprechend trifft es nicht nur jetzt die Interaktion mit mir als dem Leiter der Vorlesung, sondern auch die Interaktion mit den Kollegen, die als Übungsleiter fungieren. Ihr findet die Lernplattform unter learn.ce.jku.at. Das ist die URL der Lernplattform, die bei unserem Institut auch aktiv als Forschungsprojekt entwickelt wird. Die Leute, die im letzten Jahr schon Communications Engineering bei uns gemacht haben, kennen eine Vorgängerversion. Was wir hier haben, ist eine komplett neu implementierte Version, die funktional zwar identisch ist, aber von der Architektur und der Stabilität her um Welten besser aufgestellt ist. So, wenn ihr da einsteigt, braucht ihr jetzt am Beginn einmal ein Passwort. Das funktioniert so, dass ihr vielleicht einfach mal auf Passwort vergessen drückt und dann die E-Mail-Adresse, die in QS hinterlegt ist, eingibt. Wir haben die E-Mail-Adressen aus QS importiert, die Accounts sind für euch angelegt. Das Passwort kann man natürlich nicht importieren, das wäre auch ziemlich bedenklich aus sicherheitstechnischen Erwägungen. Das heißt, wir haben für euch jeweils ein zufälliges Passwort generiert, das ihr per E-Mail erhaltet, wenn ihr da eure E-Mail-Adresse eingibt. Wir würden dann empfehlen, das Passwort auch zu ändern. Ich zeige das dann gleich. Ich steige jetzt einfach einmal mit meinem Account hier ein. Und das ist dann das Interface, mit dem ihr wahrscheinlich konfrontiert seid. Ihr seht da alle eure Workspaces. Ein Workspace ist im Wesentlichen ein Kurs, wird bei euch wahrscheinlich etwas kürzer sein. Die Vorlesung PKM und die Übung PKM wahrscheinlich. Übung PKM wird in den nächsten Tagen dann verfügbar werden. Wer im letzten Semester bereits CE gemacht hat, also Communications Engineering besucht hat, wird die alten Kurse auch noch sehen. Die haben wir nämlich importiert. Links oben haben wir das Interaktionsmenü auf globaler Ebene, da kann man sich abmelden und da ist es auch möglich, das Passwort zu ändern. Das bitte machen, wir haben zwar eure Passwörter nicht gespeichert, aber von der Länge über drüber sicher sind die auch nicht, also bitte hier nochmal ein Passwort ändern. So, wir steigen da zurück und gehen einmal in den Kurs hinein. Wenn man einsteigt, ist man mit dem kursspezifischen Dashboard konfrontiert. Da passiert noch nicht recht viel, da kann man sich individuell Notizen machen. Also einfach da Text eingeben, auf Post drucken, dann persistiert das die Notiz und die werden da in der zeitlichen Reihenfolge einfach dargestellt. Spannender sind die anderen beiden Bereiche. Den vierten Bereich, die Einstellungen, werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Das ist nämlich die Managementfunktion, die Einstellungen des Kurses. Das heißt, ihr werdet diese drei Bereiche haben. Interessant sind diese beiden hier. Das ist der Content-Bereich. Da findet ihr die Lehrveranstaltungsunterlagen. Das betrifft sowohl das Skriptum als auch die Videos, die erstellt wurden. Im Moment findet man da jetzt nur die Videos für den Themenbereich 0, für die Einleitung. Ab dem morgigen Tag, Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt unmittelbar vom ersten Vorlesungstermin, ab dem morgigen Tag, das heißt nach der ersten Vorlesung, nach dem ersten inhaltlichen Vorlesungstermin, werden dann auch schrittweise die anderen Themenbereiche freigeschalten. Das heißt, mit Mittwochnachmittag, Mittwoch, dem 8. März, wird dann auch der Themenbereich 1 vorerst einmal verfügbar werden, sowohl als Inhalt des Skriptums als auch was die Videos betrifft. So, wir haben jetzt da zwei redundante Abschnitte, Abschnitte, die immer redundant aussehen. Das ist der Dokumentebereich und der Ressourcenbereich. Einfacher vielleicht zu verstehen, der Ressourcenbereich, hier findet ihr ein PDF-Rendering des Skriptums. Ihr könnt es da runterladen, ihr könnt es da öffnen, ihr findet das Skriptum, das ich auch in den Videos verwende. Das heißt, das ist genau das PDF, das ich in den Videos annotiere. Man möchte das unter Umständen vielleicht ausdrucken, man möchte das am Rechner speichern und direkt irgendwie annotieren, was auch immer. Zusätzlich ist
inhaltlich genau identisch das Skriptum auch als digitaler Content enthalten. Das hat Vorteile in der Unterstützung der Interaktionen. Also ihr könnt da nochmal durchnavigieren, ihr habt da auch alle Abbildungen nochmal mit drinnen. Wie gesagt, inhaltlich komplett identisch, wird dann jeweils themenspezifisch freigestalten. Also wir werden da für jedes Thema ein eigenes Dokument anlegen. Das heißt, es wird auch etwas einfacher zu navigieren als in den PDF-Versionen, weil die PDF-Versionen jeweils pro Themenbereich exportiert werden. Zusätzlich gibt es hier im unteren Bereich, zu gesammelten Inhalte komme ich später vielleicht nochmal, zusätzlich gibt es hier im unteren Bereich die Videos. Die Videos werden auch immer pro Themenbereich freigeschalten. Hier findet ihr jetzt schon die ersten drei Videos, die die inhaltliche Einführung geben, die den Flipped Classroom, den Lehrveranstaltungsmodus erklären und die die Beurteilung erklären. Das vierte Video, das bei euch wahrscheinlich jetzt gleich sichtbar sein wird, ist das Video, das ich jetzt gerade aufzeichne. Das wird da auch noch eingebunden werden. Ihr könnt die Videos da drinnen abrufen. Ich schalte jetzt mal den Ton da aus. Die Videos funktionieren vom Aufbau her immer so, dass ich im Wesentlichen groß das Skriptum habe, auf dem Skriptum navigiere, da gegebenenfalls drauf auch annotiere, was dazu zeichne und unten klein in der Ecke vielleicht noch mich selbst aufgezeichnet habe, damit ihr auch meine Gestik erkennen könnt, beziehungsweise dass ich was zeigen kann, wenn dann am Whiteboard vielleicht einmal was dargestellt wird. Ihr könnt euch das Video auch zum Offline-Konsum herunterladen, dann kriegt ihr eine MP4-Version, die dann auf jedem gängigen Gerät abgespielt werden kann. Zusätzlich gibt es die Videos auch noch als Podcast-Feed, sodass sie immer dann, wenn sie freigeschaltet werden, automatisch in einem Podcatcher eurer Wahl verfügbar werden. Wir haben jetzt hier herüben noch einen Bereich, in dem wir den Videos Annotationen hinzufügen können. Das bedeutet, dass ihr in der Lage seid, wenn euch was unklar ist in dem Video, oder wenn ihr euch einen Marker setzen wollt, der da eine wichtige Stelle ist, ihr in der Lage seid, hier einfach auf Hinzuzufügen zu drücken und dann entweder eure Frage einzugeben und auf Abschicken zu drücken, dann wird das aufgezeichnet mit einem Zeitstempel hinterlegt und ihr könnt es dann auch jederzeit durch einen Klick darauf wieder dort hinspringen, wo ihr euch das markiert habt. Frage ist für mich als Lehrveranstaltungsleiter auch wichtig, weil es mir dabei hilft, einen Überblick zu bekommen, was denn vielleicht in den Videos unklar war, was wir in den Präsenzterminen nochmal besprechen sollten. Der zweite Typ wäre die Kapitelmarke, mit der festgelegt werden kann, dass hier oder dass hier beginnt der Einführungsteil. Das ist dann nicht als Frage gekennzeichnet, sondern einfach nur als Kapitel. Die Annotationen, das ist vielleicht wichtig zu wissen, die sind grundsätzlich öffentlich. Das heißt, ihr setzt da zwar eure eigenen Annotationen, wenn ihr auf alle klickt, es sind jetzt noch keine anderen drinnen, aber würdet ihr die Annotationen aller Personen sehen. Die sind an dieser Stelle ohnehin anonymisiert. Hier kann man es dann nochmal pro Person auswählen. Ich sehe jetzt nur meine eigenen, weil ich der Einzige bin, der bereits annotiert hat. Wenn es mehrere Annotationen gibt, dann bekommt jeder Benutzer, jede Benutzerin einen anonymisierten Benutzernamen zugewiesen, den man dann auch weitergeben kann, sodass man auf die Annotationen der einzelnen Benutzer hinspringen kann, wo man weiß, wer das ist. Also sehen würde man grundsätzlich alle einer namentlichen Zuordnung. Einer namentlichen Zuordnung ist aber nicht möglich. So, man kann die natürlich auch wieder löschen. Und das war es im Wesentlichen an dieser Stelle mal für die Videointeraktion. Der Podcast-Feed, der kommt noch dann im Forum, das wir uns jetzt in der nächsten, auf der nächsten Bildschirmmaske ansehen. Das ist der Interaktionsbereich. Dieser Interaktionsbereich ermöglicht die Interaktion mit der gesamten Gruppe, mit den Lehrveranstaltungsleitern oder auch mit einer beliebigen Gruppe an Kolleginnen und Kollegen.
Grundsätzlich gibt es im Moment nur die Public-Interaktion. Posts, die dort drinnen sind, gehen immer an alle. Gehen immer an alle heißt auch, dass E-Mail-Notifications an alle Personen ausgesendet werden. Es ist aber jeder frei darin, sich zusätzliche Interaktionen anzulegen, denen einen Namen zu geben, möglichst sprechenden wie Test am besten, und diese Interaktion dann zu erstellen. Geschlossen ist nicht besonders sinnvoll an dieser Stelle. Geschlossen heißt, das Thema bleibt vorhanden, aber es kann nicht neu gepostet werden. Also man kann das offensichtlich ja im Nachhinein dann nochmal aufrufen, da, sonst wird es geschlossen, keine Relevanz haben. Öffentlich heißt, dass diese Interaktion ist automatisch für alle Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar. Wenn ich nichts anhacke und das erstelle, dann habe ich eine Interaktion, an der vorerst nur ich involviert bin. Man kann jetzt zusätzliche Personen zuordnen, man sieht da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich würde jetzt quasi den Dominik Wacholder zum Beispiel zuordnen oder entweder den gesamten Kurs, das wäre jetzt identisch mit diesem Öffentlich-Haken, beziehungsweise nur manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also vielleicht für euch, für intern, für Lerngruppen, sinnvoll, sich da eine Interaktion anzulegen, wo bestimmte Personen drinnen sind. Ich speichere das, der Dominik ist jetzt dabei und kann diese Interaktion auch sehen und bekommt, wenn ich da drinnen poste, auch seine E-Mail-Notifications, sofern er es nicht in den globalen Einstellungen ausgeschaltet hat. So, wenn ich jetzt hier was poste, geht das relativ straightforward, das ist Plain Text, ich drücke auf Post und das ist drinnen. Man kann seine eigenen Postings wieder löschen, man kann sie in eine andere Interaktion hineinteilen, also drüber spielen, man kann sie nochmals bearbeiten, wenn man selbst gepostet hat. Und wenn man es markiert, dann wird es, ich glaube, das kann nur der Lehrveranstaltungsleiter, wenn man das testet, in den Bereich, in den Content-Bereich rübergehen zu den gesammelten Inhalten. Das ist dafür vorgesehen, dass falls Content aus Interaktionen entsteht, der für die gesamte Lehrveranstaltung relevant ist, dass man hier rüberspielen kann und hier sammeln kann. Im Moment ist das leer. So, eine Kleinigkeit nur, wenn man Links postet in dieser Interaktion, dann wird der automatisch extrahiert. Das heißt zum Beispiel dieser Link, den wir dann auch gleich brauchen werden, der wird automatisch zu einem klickbaren Link. Ich poste den und man kann jetzt da draufklicken. Was ist dieser Link? Dieser Link ist dafür da, um sich, ich habe es erwähnt, an diesen Dienstagen, an denen keine klassische Präsenzphase stattfindet, sich einen Besprechungstermin auszuwählen. Calendly ist ein Buchungssystem, das im Hintergrund mit meinem Kalender verbunden ist. Ihr klickt da einfach drauf und könnt euch im Viertelstundenraster Termine reservieren, um dann bei den Lehrveranstaltungsleitern, konkret einmal vorrangig bei mir bzw. auch bei den anderen Übungsleitern, individuell Fragen zu besprechen. Diese Links werden dann nochmal gepostet, wie gesagt, gemeinsam mit den Podcasting-Links. Grundsätzlich ist der Zugriff auf die Inhalte aber vorgesehen hier über den Content-Bereich. Wie gesagt, nochmal wiederholend, ihr habt hier eine digitale Version des Skriptums, ihr habt unter den Ressourcen einen PDF-Download der Themenbereiche und ihr habt hier unten gesammelt die Videos zu den einzelnen Themen. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit allen oder mit bestimmten Benutzergruppen zu interagieren. Ihr könnt einfach Interaktion anlegen, mich hinzufügen und dann dementsprechend eine private Interaktion für Fragen starten. Ihr könnt eure Interaktionen, die ihr selbst angelegt habt, wieder löschen. Und im Wesentlichen war es das schon, was wir für diesen Kurs jetzt konkret benötigen werden. Gut. Wenn es noch Fragen gibt, ist ja jetzt jeder in der Lage, da eine Interaktion zu starten, da rein zu posten. Bitte diese Möglichkeit im Public Forum zu posten, mit Bedacht wählen. Wie gesagt, jedes Posting geht automatisch an alle über 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses. Vermeiden wir nach Möglichkeit E-Mail-Spam und wählen die Empfängergruppen mit Bedacht aus.